Hallo ihr Lieben, ich bin's, Busse und Bahnen. Willkommen zum Teil 2 von meiner Dokumentation Stadtbahn Düsseldorf und ihre ehemaligen Straßenbahnstrecken. So, heute geht es um den Innenstadttunnel bzw. die Strecke, die durch den Innenstadttunnel dann unbrauchbar oder unbenutzbar gemacht wurde. So, ich zeige euch mal hier auf Stadtplan mal, wie es weitergeht. So, es fängt eigentlich schon an der Haltestelle Tonhalle. Denn es gab mal nämlich die Strecke, die hier so ging. Wo Heinrich-Heine-Allee ist, da war früher die Haltestelle Opernhaus. Das heißt, hier unten, wo die Straßenbahnhaltestelle ist, war früher Wilhelm-Marx-Haus. So, Heinrich-Heine-Allee aus. Wird dann abgebogen zum Wellenplatz. Vom Wellenplatz dann runter, wo Martin-Luther-Platz steht, der war früher hier. Die Haltestelle Martin-Luther-Platz, wo heute trotzdem Deutschland ist. Dann geht es hier die Strecke, wo auch die Ruhr noch ist, runter. Hier bis zur Haltestelle Bismarckstraße. Hier ist ja schon hier Bismarckstraße, die war nämlich hier irgendwo im Bereich. Er setzt aus Straßen dann runter hier zum Hauptbahnhof. Ja, da ist eigentlich zu tun, ist eigentlich zu sehen. So, bei Tonhalle werde ich mal einen Blick drauf werfen. Ihr dürft gespannt sein, was heute zu sehen gibt. Ich werde natürlich auch was zu erzählen. Viel Spaß damit. So, da sieht man den Gleiskörper, wie er zur Rampe runter geht. Als das alles gebaut wurde damals, da musste die Straßenbahn neben den Schienen fahren. Das heißt, hier, wo der Grünstreifen jetzt ist, ungefähr, wurde ersatzweise dann der Straßenbahnverkehr dann geführt. Irgendwann ist die Rampe dann zusammen mit der anderen Strecke in Betrieb gegangen. So, das genaue Datum ist nämlich der 6. August 1988. Da konnte man mit dem Innenstadttunnel fahren. Am 6. August 1988 fanden auch die Linienumbenennungen statt. Das heißt, alle Linien, die mit der 7 begannen, wurde dann mit einem vorangestellten U dann. Das heißt, aus der 76 wurde die U76. Aus der 79 wurde die U79, aus der 718 wurde die U78. So halt. Aber es gab noch die 717, die ja zu dem Zeitpunkt so neu war. Die wurde dann später erst umbenannt. So 94 wurde sie dann zu U74 und U77. Die 705, die damals noch fuhr, wurde erst 1993 zu U75. Aber da komme ich später zu. Das ist Teil 3 und Teil 4. Hier befindet sich das Ende der Rampe. Die Maximilian-Weyer-Allee ist und hier ist die Heinrich-Heine-Allee. Jetzt kommen wir zur nächsten Haltestelle. Die wäre eigentlich Heinrich-Heine-Allee. Aber wir sind ja 20 Jahre vorher da. Also back to the past. Und da werde ich euch mal was erzählen. So, das wird spannend werden. Ich hoffe, euch gefällt es auch. So, bevor wir uns aber der Haltestelle Heinrich-Heine-Allee bzw. Opernhaus nähern. Hier, wo der Grünstreifen alles ist, hier muss man sich mal vorstellen, hier waren Gleise. Das muss man sich mal vorstellen. Als das alles dann ja, außer Betrieb genommen wurde, wurde alles rückgebaut. Und so entstanden dann hier ja, mehr oder weniger diese Grünstreifen-Oase, wie auch immer man die nennen mag. Nur mal, dass ihr ja schon eine Vorstellung kriegt, stellt euch mal vor, hier fuhren Bahnen. Ich kann es mir leider auch nicht mehr vorstellen, weil ich war damals noch 7, als das dann umgeändert wurde. Jetzt geht's aber erstmal zur Haltestelle Opernhaus. Willkommen! Hier sind wir. Und Leute, jetzt strengt euch mal eure Hirn an. Jetzt stellt euch vor, hier ist eine Bahnhaltestelle, und zwar eine vielbelebte. Links und rechts, wo jetzt die Bäume sind, hier befand sich die Haltestelle Opernhaus. Dementsprechend war hier auch die Bushaltestelle Opernhaus. Da fuhr die 778 noch zur Altstadt. Und ich glaube, die 726 auch noch. Ich bin mir auch nicht sicher. Oder Rheinterrasse Kunstmuseum. So. Linke Seite der stadteinwärtige Haltestelle, rechts die stadtautwärtige. Und jetzt kommt auch noch Teil 1 im Spiel. Die Linien, die in den ersten Stammstrecke 1 Tunnel fuhren. Denn hier in der Nähe befand sich nämlich auch die Rampe. So, ich zoome mal ein bisschen ran. So, ungefähr hier und hier seitlich. Da gab es die Rampe, die dann runter in den Tunnel führte, zur Nordstraße und Kleberstraße. So, Rampe wurde natürlich mit Anschluss des Innenstadttunnels abgerissen, 88. Da hat man keine Zeit verloren. Da ging ein ruckzuck. Ja, und ruckzuck wurde auch dann hier alles eingestellt. Hier fuhren eigentlich im Prinzip nur die Straßenbahnlinien, die über die Oberkasseler Brücke fuhren und halt die Stadtbahnlinien oder Straßenbahnvorlaufbetrieb Richtung Goldsheim, Stockholm, Kaiserswerth und so weiter und so fort. Also es waren damals die Linie 705 und die Linie 710 sowie die Fernlinie 76 nach Krefeld. So, die 717, die gab es damals noch nicht, die ist erst 88, nachdem hier der Betrieb eingestellt wurde, eingeführt worden. Ja, die 710 ist dann damals weggefallen, die 717 ist Teilersatz dafür und die Linie 714 nach Eller halt der andere Teilersatz dafür.
als hier doch die Haltestelle Opernhaus gab, ist da hinten die Haltestelle Heinrich-Heine-Allee von der Bahn. Die hieß damals nicht Heinrich-Heine-Allee, sie hieß, Achtung, Wilhelm-Marx-Haus. Wilhelm-Marx-Haus war auch lange Zeit in den 60er und 70ern dadurch bekannt, dass sie eine Wendeschleife hatten. Ja, ich weiß, weil Jan Wellenplatz hat auch eine. Aber jetzt kommt der Clou. Wilhelm-Marx-Haus war die Schleife, die für die Stadt auswärtige Fahrten, also nach Gerasheim oder sonst wohin führten, während Jan Wellenplatz die Stadt einwärtige Schleife war. So, beide Schleifen wurden 1962 in Betrieb genommen. Dafür fiel dann die Schleife am Burgplatz weg. So, Wilhelm-Marx-Haus auch irgendwann weggefallen, dann wurde Jan Wellenplatz zusammengefasst, also für Stadt einwärtige und Stadt auswärtige Fahrten. So, Wellenplatz-Schleife gibt es auch nicht mehr, schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Wegen Köbogen und wegen der Bernlinie. Danke Joachim Erwin nochmal dafür. Ja, das heißt, alle Busse, die auch dann am Wellenplatz endeten, müssen dann jetzt Heinrich-Heine-Allee enden. Jan Wellenplatz, anno 2012. Vor ein paar Jahren, da sah er noch anders aus und ich glaube, nur kühne Stadtplaner hätten sich vorstellen können, dass es mal so aussehen würde. Die Wendeschleife sowie die Buswende ist weg, aber egal. So, man sieht hier schon das Gleis vom Jan-Wellenplatz, was nach rechts geht, zur Strecke der Linie 701, also Richtung Steinstraße-Königsallee. Das ist schon mal richtig so, weil die ganzen Bahnen, die in Richtung Hauptbahnhof fuhren, mussten nämlich auch nach rechts abbiegen. Da ging es dann zur Steinstraße-Königsallee, aber die hieß ja bis 88 noch anders. Die hieß nämlich Martin-Luther-Platz. So, es gibt zwischen ein Stück gibt's auch Schienen noch zu sehen aus der Zeit. Dummerweise wird da jetzt irgendwie an der Botanik rumgebastelt, wobei ich nicht weiß, ob die auch die Schienen rausnehmen. Also lang geht es da nicht mehr. Ich muss euch das auf anderen Wege zeigen. Mal kurz einen Schnappschuss. Aber ich tue, was ich kann. Ansonsten fahre ich mit der Bahn vorbei und filme einmal drüber. Also mir wird schon was einfallen. Mal gucken, was sich ergibt. Ja, wie bereits erwähnt, hier wird irgendwie an der Botanik rumgebastelt. So, jetzt zoome ich mal ran. Da sind nämlich noch die alten Schienen, weil früher war das bis zu viergleisig. Irgendwann ist es noch dreigleisig geworden. Und hier, ich weiß nicht, ob sie die rausmachen werden oder nicht. Hier sieht man noch die alten Schienen. Ich kann leider nicht näher rangehen. Ich darf noch nicht über die Straße. Das ist das Problem. Ich würde es zu gern machen, aber leider wird da momentan rumgebastelt. Also ihr seht schon, hier sind echt noch die Schienen hier noch drin. Die wurden irgendwann ja nicht mehr benutzt. Aber ich glaube, das war noch bis Anfang der 90er. Da hat man bei der 701 noch ein bisschen die Schienen verlegt. Mehr kann ich leider auch nicht dazu sagen. Weil es hat sich alles so ein bisschen erinnert. Das ist auch schon 20 Jahre her. Gute Nachrichten. Diese Botanikfirma, die hier irgendwie am Machen ist, ist gerade weg. Und da kann ich euch mal zeigen. Also hier sind die alten Schienen. Ich weiß nicht, ob sie die rausreißen wollen. Ich gehe jetzt einfach mal ran. Ist mir jetzt scheißegal. So, und da sieht man auch noch eine Weiche. Die Weiche wurde in Bielefeld gemacht, von welcher Firma weiß ich nicht. Obwohl, ich kann jetzt auch ganz drauf gehen, da ist jetzt sowieso keiner da. Ich gehe jetzt einfach rüber, vielleicht ist das letzte Mal. Ich weiß nicht, ob sie die Schienen rausreißen. Sieht nämlich so komisch aus hier. Auf jeden Fall, hier sieht man ein Stück Gleis. Die Firma nennt sich Hanning und Karl Bielefeld. In Bielefeld haben sie auch eine Straßenbahn, haben sie aber eine meterspurige. Hier haben die regelspurige. So. Jetzt weiß ich nicht, ob sie rausgerissen werden, die Schienen. Da könnte man dann halt Ramtracks melden. Wie viel haben sie die Botanik hier rausgerissen? Ist das auch total kahl. Vorher konnte man hier durchlaufen. Ja, und das Stück, da fehlen schon ein paar Schienen, aber das war schon vorher. Ja, wollte ich euch mal gezeigt haben, weil irgendwann werden die auch nicht mehr da sein. Das ist halt noch ein Relikt aus den 80ern, als die Straßenbahn noch Richtung Hauptbahnhof fuhr. Nächste Haltestelle, Martin-Luther-Platz. Ja, der Platz hier heißt Platz der Deutschen Einheit. Logischerweise seit Oktober 1990, da war die, also ungefähr, am 3. Oktober 1990 wissen wir, war ja die Deutsche Einheit. Tag der Deutschen Einheit. So, auf der Seite war die Haltestelle Stadt einwärts. Auf der Seite, wo die Bäume stehen, Stadt auswärts. Das heißt, hier waren die ganzen Gleise. Auf der linken Seite war wohl eine kleine Straße. Ich weiß noch nicht, ob es Einbahnstraße war. Das war es auf jeden Fall. Also hier, wo ich jetzt laufe, waren die Schienen. Hier am Brunnen entlang, den gab es übrigens schon vor 88. Hier konnte man auf die Bahn warten. So, heute ist es der U-Bahnhof Steinstraße Königsallee. Ganz am Anfang, als der U-Bahnhof in Betrieb genommen wurde, hieß er nur Steinstraße. So, das Königsallee kam irgendwann dazu. Königsallee ist natürlich hier, wenn man da lang geht. Da geht es zur Königsallee. Hier waren die Schienen, gingen hier rüber, dort rein in die Bismarckstraße. Da ist auch die nächste Haltestelle, Bismarckstraße, gleich zu sehen. Da ist der U-Bahnhof Oststraße. Ja. Die Straße ist mittlerweile klein geworden, aber da fuhren früher echt Straßenbahn rein. Also da ist die Stadt einwärts und hier ist Stadt auswärts, wo ich gerade hergekommen bin. Dort ging es dann zum Hauptbahnhof hin. Bismarckstraße war die letzte Haltestelle, bevor der Hauptbahnhof kam. So, gleich zeige ich euch noch ein Gleisrelikt.
Ja, damals war die Straße viel belebter. Heute, wie man sieht, eher verkehrsberuhigt mit vielen Parkplätzen. Wurde auch einiges umgebaut, denn früher ist die Straße mal hier in zwei Richtungen durchgefahren. Von der Zeit erinnert anscheinend gar nichts mehr. Es sind keine Schienen mehr da. Eigentlich hängen da falls noch Oberleitungshaken oder Rosetten. Ich zeige euch gleich mal eine. So, das ist eine Oberleitungsrosette. Die Dinger wurden noch bis in die 50er oder 60er genommen, wurden dann irgendwann durch diese Oberleitungshaken oder halt diese anderen Halterungen ersetzt. So, hier sind wir schon im Endspurt im Hauptbahnhof. Das letzte Stück der Bismarckstraße. So, hier kommen nämlich noch die 90er ins Spiel. Wie gesagt, bis zum 6. August 1988 fuhren hier Straßenbahnen. Aber es gibt noch eine Straßenbahnlinie, die in Richtung Oststraße abgebogen ist. Das ist die Linie 707. Die ist nämlich hier noch bis zum 29.05.1994 hier lang gefahren. Damals fuhr die 707 noch bis Ellerfeinhauser Allee und bis Unterhard S-Bahnhof. So, da wurde der Linienweg dann halt in Richtung Universität Ostbotanischer Garten verlegt und dementsprechend wurde die Linie 707 gedreht. Das heißt, dass sie nicht mehr hier lang fährt, sondern die Charlottenstraße lang. Auch mit Verbindung einer U-Bahnhof Oststraße. Das ist nämlich noch das, was mit den 80ern nicht mal viel zu tun hat, je nach mit den 90ern. Also erst am 29.05.1994 fuhr zuletzt eine Straßenbahn. Und das war halt die 707. Danach ist die Strecke komplett stillgelegt worden. Hier haben wir noch eine Erinnerung, als die Straßenbahn durchfuhr. Das sind die einzigen restlich verbliebenen Schienen der 1994 bzw. 1988 stillgelegten Straßenbahnlinien oder bzw. Straßenbahnstrecken. So, noch mehr Relikte. Wie man sieht, nach rechts, wo es eigentlich nach rechts gehen müsste, da sind keine Schienen mehr, aber man sieht es noch am Bordstein. Dasselbe ist auch da, da sieht man es auch. Ich gehe mal kurz rüber, damit man es besser sehen kann. Ja, hier sieht man es genau. Das nach rechts ging. Das heißt, hier am Bordstein haben sie nichts verändert, nur haben sie die Schienen rausgenommen. So, da sind wir auch schon an der Endstelle Hauptbahnhof, aber es ist noch nicht das Ende. Ich zeige euch noch wirklich das äußerste Ende von den bis 1988 betriebenen Straßenbahnen oder Stadtbahnlinien. Ob es nötig ist, keine Ahnung. Ich zeige es euch trotzdem mal. Am Hauptbahnhof endet es denn dann die zum Beispiel Linie 76 und 79 und die 718. So, hier sehen wir auch noch ein Gleisrelikt. Das führt zu einem Wendegleis. So, in dem Fall ist das nämlich das Wendegleis, wo die Linie 79 damals endete. Anscheinend war es auch nur die 79, weil ich weiß nämlich noch aus Kindheitstagen, dass hier nur die 79 irgendwie lang fuhr. Immer hier wendete. Es waren meistens dann das B80C Doppeltraktion der DVG oder die B80D Doppeltraktion der Rheinbahn. Seltener waren es noch GT8SU Doppeltraktion. Wie man sieht, ist hier ein Pfeiler. Der wurde aber nachträglich, also nach 88 gebaut. Genauso wie das Haus ist auch irgendwann Ende der 80er entstanden. Den machen ist das auch alles nachher entstanden, als hier schon Schicht im Schacht war und der Tunnel eröffnet wurde. Ja, jetzt gehen wir noch kurz zum äußersten Ende. Hier liegt kaum noch was, aber hier liegt noch der wirklich letzte Rest und zwar ist hier Stumpfgleis. So, an der Stelle endet es. So, ich hoffe, es war informativ für euch und ich würde mich freuen, wenn ihr auch Teil 3 und Teil 4 sehen würdet. Da geht es dann nämlich um die Strecke nach Eller und Lierenfeld bzw. um die Strecke nach Oberbilk. So, ich freue mich auf euch, wünsche euch noch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl. Bis demnächst.